Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Sven Olaskets und herzlich willkommen zu einem neuen Infinite Warfare Video. Heute geht es um die Master Prestiges und zwar genauer gesagt um die Prestige Embleme, die jetzt zu dem jeweiligen Prestige oder Master Prestige Level gehören. Und zwar zeige ich euch in dem Video Prestige Embleme von Master Prestige 11 bis Master Prestige 30 plus die Bonis, die ihr dazu bekommt, also sprich die Calling Card, die man bei jedem, das Emblem, was man bei jedem Prestige bekommt. Und den dazugehörigen permanenten Bonus, der sich bei jedem Prestige natürlich auch wechselt, weil es kann ja nicht sein, dass man jetzt irgendwie 20 Mal den gleichen Boni bekommt, das wäre ein bisschen übertrieben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Prestige-Symbol an, was wir jetzt schon kennen. Ich glaube, das kennen die meisten schon. Und hier ist der permanente Bonus, dass man für alle Challenges, egal was es ist, 25% mehr EP bekommt. Das habt ihr dann für immer, das ist ganz cool. Egal was ihr macht, sind es Tarnungen oder sonst irgendwas, für alles sind 25% dazu. Als nächstes hätten wir Prestige 12 und dort ist der permanente Boost, dass man mit der OSA einen Diatomizer Strike erreichen kann, was auch ganz cool ist. Das Emblem ist eigentlich auch ganz cool. Ich würde sagen, der nächste wäre Prestige 13, wie man es ja gedacht hätte. Da ist der permanente Boost, dass man mit Assault Rifle Mark II Waffen anstatt 15% mehr EP jetzt 30% mehr EP macht. Ist ziemlich geil zum Leveln. Ich würde es auf jeden Fall dann empfehlen, mal mit den Mark II Waffen zu spielen. Bei Prestige 14 bekommt man dann einen Deatomizer Strike mit dem MagTav Gewehr, mit der MagTav, wie auch immer, also mit der UMP, kann man dann einen Deatomizer erspielen. Und mit Prestige 15 bekommt man dann 30% mehr EP mit Mark II Submachine Guns. Auch ganz cool, das ist immer so eine kleine Variation zwischen Deatomizer Bonis und den ganzen Boosts da. So, mit Prestige 16 bekommt man dann einen Deatomizer Strike mit der Hornet, beziehungsweise man kann mit der Hornet dann Deatomizer Strikes erspielen. Ob das jetzt so geil ist, weiß ich nicht, weil die Hornet spielt halt echt kaum jemand. So, dann kommt Prestige 17. Da bekommt man dann einen 30% XP per Kill Bonus auf leichte Maschinengewehre in Mark II anstatt 15%. Ist eigentlich auch ganz geil. Also je weiter man kommt, desto mehr Waffen hat man, die man dann mit 30% EP Bonus spielen kann. Und im 18. Prestige bekommt man dann einen Deatomizer Strike, beziehungsweise man kann einen Deatomizer Strike mit der TF-141 erspielen, also mit der Intervention aus MW2. Auch ganz geil, aber ja, für mich jetzt nicht so relevant. Und im 19. Prestige kann man dann 30% pro Kill mit Sniper Rifles in Mark II machen, was auch ganz cool ist. So, kommen wir zu Prestige 20, glaube ich, sind wir jetzt. Ja, genau, Prestige 20. Dort kann man dann mit der M1 einen Deatomizer Strike earnen, ne, wie man es jetzt mittlerweile kennt. Das ist eigentlich für jede Waffe dann irgendwann. Am Ende kommt was ziemlich Geiles. Auf jeden Fall kommen wir erstmal jetzt bei 21 an. Dort kann man dann 30% pro Kill mit Shotgun Mark II Waffen machen, wenn man denn Shotgun Mark II Waffen hat. Ist auch ein ganz cooler Boost. Ich meine, ich zock ab und zu mal so Shotguns, ist ganz spaßig, aber auch nicht so oft. So, mit Prestige 22 kriegt man dann einen Bonus auf die S-Ravage, wo man dann einen Deatomizer Strike erspielen kann, was auch ganz geil ist, aber halt Schrotflinte, ne? Weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Und mit Prestige 23 bekommt man dann 30% pro Kill anstatt 15% pro Kill mit Handwaffen, also mit Pistolen in Mark II, auch ziemlich cool. Ist halt zum Leveln immer voll gut, so diese XP-Bonis da. Und mit Level 24, beziehungsweise Prestige 24, bekommt man dann mehr Standardmunition. Ja, nennt man das Standardmunition. Mehr Anfangsmunition für die OSA, das ist auch ganz cool, wobei die OSA halt scheiße ist. Mit Prestige 25 bekommt man dann mehr Standardmunition oder beziehungsweise Anfangsmunition mit der MagTav 45, also mit der UMP. Das ist jetzt, ne? MagTav ist ganz cool und mit mehr Muni ist noch geiler. Dann gibt es das gleiche mit Prestige 26 für die Hornet, wo man dann extra Anfangsmunition bekommt, auch ganz geil. Aber wie gesagt, die Hornet spielt ja kaum jemand. Und dann gibt es im 27. Prestige die TF-141 mit extra Munition, was auch ganz okay ist. Ich meine, Sniper ist Sniper, ich glaube, die haben sowieso genug Munition. Mehr brauchen die gar nicht, so viel wie die haben, das reicht. Aber jetzt kommt was ganz Geiles. Die M1 startet auch mit extra Munition im 28. Prestige. Wo ich sagen muss, finde ich ganz geil, weil die Waffe, die braucht die Munition. Es ist nämlich ganz gut bei dem Dingen, weil ich spiele die sehr gerne und ich bin echt der Meinung, die hat auch zu wenig Munition. Auf jeden Fall, Prestige 29, da gibt es dann mehr Munition für die Sandy Ravage, beziehungsweise für die S-Ravage. Das ist halt, wie gesagt, die Schrotflinte. Und jetzt kommt das Allerkrasseste, da bin ich auch schon drauf gespannt, wie lange das dauern wird, bis dann da ein Gameplay kommt. Und zwar Prestige 30. Ihr könnt mit dem Kampfmesser
Genau, mit dem Kampfmesser einen Deatomizer Strike erreichen. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht krass, Alter? Ohne Scheiß. Also ist übel. So. Nichtsdestotrotz sind das alle Embleme gewesen und auch die ganzen Bonis. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, wenn der erste oder wenn die ersten im 30. Prestige sind, bis man dann ein Knife-Deatomizer-Gameplay sieht. Ich werde dann mal gucken, dass ich da vielleicht mal an Gameplay drankomme, weil ich werde da selber bestimmt nicht so ein Gameplay erspielen. Das könnt ihr ganz vergessen. Das ist, also da muss man schon krass für sein. Auf jeden Fall hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich freuen. Lasst ein Abo da für weitere Infovideos. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.